Servus miteinander, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonnenlug. Ich bin der Luke und wir sind heute gemeinsam mit dem Metalldetektor in einem sehr, sehr spannenden Waldstück unterwegs. Besser gesagt, auf der einen Seite vom Wald ist eine Kirche und auf der anderen Seite vom Wald ist ein Dorf. Die Kirche gibt es schon seit dem späten Mittelalter, sprich, ich denke mal, weil es Dorf eben auch schon so lange gibt, dass hier die Leute durch den Wald zur Kirche marschiert sind. Bin gespannt, ob wir in dem Wald irgendwas finden werden, was sehr interessant sein könnte. Wenn euch die Folge gefällt, gerne einen Daumen nach unten lassen. Und ansonsten würde ich sagen, wir schnacken nicht lange und legen direkt los. Ich habe heute ein sehr, sehr neues, sehr, sehr geiles Suchgerät dabei. XP Deos 2 heißt das gute Stück, das neueste Suchgerät von XP. Und da haben wir doch gute Chancen, ein, zwei schöne Sachen zu finden. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Wir legen los. Ja, 72, 73er Signal. Vielleicht direkt neben einem Baumstamm. Hat hier doch mal einer sich hingesessen gehabt, hat hier eine Pause gemacht und hat hier vielleicht eine schöne Münze verloren. Schauen wir uns das Ganze mal an. So, hier sind überall Wurzeln, da kommen wir nicht rein. Aber vielleicht jetzt passt, draußen haben wir es. Signal ist schöner geworden. So, ja, hier ist es. Jetzt kann man. Ja, kann man machen. Nächster Fund, also hier eine volle Flasche tatsächlich. Also die ist ja noch komplett voll. Seht ihr es? Was ist das? Oh, die ist komplett neu. Die ist nagelneu. Sekt. Der sprudelt sogar noch. Den könnten wir jetzt so trinken, wie er wäre. Einfach eine kleine Flasche Sekt gefunden. Boah, das trinken wir nicht. Dann wäre uns so schlecht und wir wären krank davon. Schlechte Idee. Aber man würde in die Versuchung kommen, gell? Wenn sie noch komplett geschlossen ist und wenn man so auftritt und man hört diesen Kling, man weiß genau, okay, die Flasche hat noch keiner geöffnet, dann schießt die Kohlensäure nach oben. Ja. Ein Erfrischungsgetränk vielleicht für später, eine Flasche Sekt. Nee, das ist assi, das machen wir natürlich nicht. Aber wir schmeißen das gute Stück auf jeden Fall weg. Ich stelle es jetzt nur hier hin, dass es ganz offensichtlich dasteht, weil wir kommen hier später nochmal vorbei. Aktuell passt es nicht in die Tasche rein. Aber dann nehmen wir es mit. Ja, kann man machen. So Leute, nächstes Signal ist hier. Auch wieder nehmen wir einen relativ jungfräulichen Baum. 88er Signal. Schauen wir mal. So. Ja, immer noch konstante 88. Ja. Hier ist es. Ah ja. Was ist denn das? Die zweite Sektflasche, dieselbe tatsächlich. Jetzt haben wir schon zwei davon. Ist ja interessant. Wie viele liegen hier denn wohl noch rum? Aber vielleicht auch an Silvester im Wald ein bisschen gefeiert. Zeiten des Coronas, wo man sich mit keinem treffen durfte, ist im Wald eine gute Alternative, um ein bisschen versteckt und abgelegen zu sein, sodass keiner mitkriegt. Aber hier die nächste Sektflasche. Die eine, die haben sie nicht mehr austrinken können. Wahrscheinlich waren sie da schon zu besoffen. Und die haben sie aber auf Ex nach hinten gekippt. Die ist leer. Stellen wir hin. Sammeln wir später ein. Wir gehen immer den Weg zurück, genauso wie wir gekommen sind. Das sieht man ja im Winter ganz gut. Und ja, schauen wir mal, wie viele Sektflaschen wir uns heute noch erwarten werden. So Leute, wieder ein Signal mit Potenzial. Ist direkt hier, müssen wir aufpassen, weil da hier daneben gleich ein Setzling ist. Vielleicht kriegen wir das auch so, dass es weiter oben liegt. Ja, hier, es liegt weiter oben. Es liegt so gut wie Oberfläche. Ach, es ist ein Pfund, Leute. Es ist ein Pfund. Es ist ein Oberflächenpfund. Und es ist eine Musketenkugel. Jawohl. Unsere erste Musketenkugel des Tages haben wir hier direkt neben diesem Setzling gefunden. Ohne groß zu graben, das ist schön. Dann haben wir nichts kaputt gemacht. Was will man mehr? Nächster Pfund, eine Musketenkugel. Der Pfund ist mal ein Werkzeug. Ja, aufbringen tun wir es nicht mehr. Aber das ist eine Zange, Leute. Es könnte es eine Schmiedezange sein? Oder einfach eine normale? Ich weiß es nicht, das ist so verrostet, das ist der Wahnsinn. Ja, interessanter Fund. Interessant. Da ist irgendwie so ein Eisenbalzen hier so direkt drüber. Wie, das könnte man das gar nicht so weit aufmachen. Naja, aber interessanter Fund. Ist hier. Zumindest hat es hier gerade gepiepst und es ist ein Pfund. Es ist ein Pfund, meine Freunde.
Der erste Fund des Tages ist hier und es ist meines Erachtens nach ein Knopf, aber ich glaube, da ist was drauf. Ja, da ist sogar was drauf. Geil. Geile Nummer, da ist echt was drauf. So, bisschen rüber gehen. Aber was ist da drauf? Wir gucken uns das mal aus der Nähe an. So Leute, hier haben wir ihn. Es ist ein Knopf. Es ist ein Knopf von der Bayerischen Armee. Darauf erkennt man so ein bisschen den Löwen. Aber nur ganz leicht. So ganz minimal. Sehr cooler Fund. Leider ohne Öse. Die scheint wohl abgebrochen zu sein. Aber ein schöner alter Armee-Knopf. So ein bisschen den Löwen. Vielleicht erkennt man ihn jetzt ein bisschen. Aber wahrscheinlich auch relativ schwer. So, ihr seht ein Bild auf jeden Fall. Jawollo, nehmen wir mit. Der erste Fund, juhu, Zeit ist es geworden. Servus miteinander. Wie ihr seht, wir schreiben jetzt Abend. Ich bin nicht allein unterwegs. Ich bin im Licht, ihr seht zwar nichts, aber das ist der Max. Servus. Und ja, es ist jetzt 7 Uhr und es ist natürlich dunkel, weil Winterzeit ist. Und wir probieren jetzt unser Glück auf einer sehr spannenden Wiese. Wir sehen uns gleich beim ersten Fund. Oh, Digga. So, meine Freunde. Das nächste Signal von Max war ein relativ stabiler 91er Wert. Hey Lukas, mein Spaten, kriegt schon mal einen Gebrauch. Kommst du mit dem Spaten klar? Ja, mit dem komme ich gerade noch klar. Gerade noch, ja immerhin. Schauen wir mal, jetzt wird es spannend, Leute. Entweder ist es jetzt absoluter Müll oder was richtig Geiles. Das Signal ist eigentlich nicht schlecht. So. Ah, bisschen ja. Eisen mit drin. Jawohl, könnte auch verrostetes Bajonett sein. Nee, keine Ahnung. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ja, fast. Übrigens, darf ich euch vorstellen, der Pinpointer kostet 10 Euro. 5 Euro. 5 Euro. Heute mal im Test, was er denn so kann oder was er nicht kann. Aber für 5 Euro kommt Signal wenigstens rein, das ist schon mal gut. Aber die Distanz zwischen Fund und Pinpointer ist nicht so gut. Nee. Das sind ein paar Millimeter. Naja, aber er hat gepiepst. Man darf ihn. Oh, man darf es nicht verurteilen. Die Scheiße. Ja, wir sind heute im Moos unterwegs. Hier ist es, das ist ein Hufeisen. Schau mal, seht ihr es? Nimm es mal in die Hand bitte. Tada, nächster Fund. Ein mit Mist bedeckter Hufeisen. Schön. Schön, nehmen wir mit. Jawollo. So, meine Freunde, hier nächster Fund. Tatsächlich ein guter Fund von mir. Ein Knopf, der erste Fund, der schon mal kein Müll war. Schauen wir mal zu ihm hier. Es ist auch ein gutes Signal. Es ist so kalt, ey Scheiß. Zeig mir den Knopf. Da ist der Knopf, bitteschön. Ist dir schon mal aufgefallen, dass ich unter jedem deiner scheiß TikToks Knopf kommentiere? Ja, ich merke schon. Du kommentierst immer das Gleiche. So, jetzt schauen wir mal. Hier ist es drin. Was findet der... Oh, 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 oh. Jetzt ist so nervös geworden, dass es runtergeworfen hat. Das ist es. Oh, es glänzt gold. Oh, es glänzt echt golden. Ist es was Gutes? Es sieht nach einer nicht schlechten Form aus. Was ist das? Es ist ein Abzeichen. Oh mein Gott. Es ist ein Abzeichen. Was ist das? Es ist ein Abzeichen, oder? Was ist das? Es ist ein Abzeichen. Hä, oder? So, stopp mal, Freundchen. Darf ich mal gucken? Irgendein Anhänger? Darf ich mal gucken? Halt zu schnell den Knopf, dann nimmst du das andere, vielleicht erkenne ich, was da drauf ist. Wenn du vorsichtig bist, wenn du vorsichtig bist. Oh. Es sieht golden aus. Es ist was. Ja, ich weiß. Es ist definitiv was. Aber was ist das? Ist ein U. Da ist ein U. Das ist tatsächlich, ein, ja. Das ist ein U, warte. Was ist da noch drauf? Es ist irgendein Anhänger. Hast nicht da Bürsten dabei? Nein, ich habe leider keine, aber da kratzen wir die Vergoldung runter, das wollen wir ja nicht. Machen wir das nicht. Nee, aber es ist ein U. Das sieht gut aus. Es ist ein guter Fund. Ja? Es ist ein guter Fund. Leute, ihr seht ein Bild. Max wird das Ganze nach Hause nehmen und wird das reinigen und wird mir dann ein Bild schicken, hoffe ich. Ja. Ja? Ja, ja, du schickst mir ein Bild, du Saubär. Jawohl, nehmen wir mit. Geiler Fund. Ein U als Anhänger. Ja. Oh, ich freue mich schon. So, liebe Klabautermänner, hier haben wir das nächste Signal. Männer und Frauen, geschlechtsneutral. Hier haben wir das nächste Signal. Divers. Jetzt. Ist gar nicht so schlecht. Wir gucken mal, was wir jetzt Schönes rausholen. Was war es denn für ein Wert?
65. 65, könnte eine Münze sein, meine Freunde. Eine Münze. Draußen ist es auch, oder? Nee. Was ist das? Da liegt was. Ich bitte um Ihren Pin-Code. Guck mal, schau mal, das liegt mitten da. Da. Oh, das ist mir das sicher. Ist, ja, da schaust du mal an. Das ist was. Das ist was. Das ist ein Heiliger, oder? Darf ich mal? Was ist denn das? Das sind 10 Pfennig vom Reich. Von dem Reich? Von dem Reich, ja. 10 Pfennige. Ja, es sind 10 Pfennige. Vom dritten Reich, bitteschön. Geil. Nächste Münze, du Saubier. So Leute, hört ihr's? Nächstes Signal mit dem Metalldetektor. 97, sehr hoher Wert. Schauen wir mal, was jetzt Schönes aus dem Boden kommt. Ich hoffe, was Gutes. Der Lucke, machst du auch mal Funde? Ja, ich mache heute gar keine Funde. Das findet heute alles Max. Aber ich gebe mein Glück gerne ab. Wenn er dann die ganzen guten Sachen aus dem Boden zieht, ist das vollkommen in Ordnung. So, jetzt mal rein damit. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, der ist schon hier irgendwo. Ach, echt, denkst du das? Ja. Los, Pitbeutel, los! Oh. 5 Euro klärt. Also, wo ich den im Sommer ausgetestet habe, da war er schon. Ja, wir machen gerade extrem gute Werbung für GP-Pinpointer. Es ist der Wahnsinn. Ach, also, er geht halt wirklich. Es ist einfach 5 Euro Pinpointer. Aber ich hatte auch schon Pech. Also, meiner war nicht so gut. Meiner ist überhaupt nicht gegangen. Ja, und jetzt machen wir. Ah, hier ist es. Oh, bum, bum. Ah, ja. Eine Patronenhülse. 9 mm. 9 mm. So, Leute. Mich würde es nicht wundern, wenn wir morgen beide krank sind. Das ist eine sehr raffinierte Idee gewesen. Jetzt um 9 sind wir noch unterwegs. Aber naja, vielleicht kommt jetzt der eine Fund. Oh, ja, ist es draußen, meine Freunde? Irgendwann trifft er den Fund und dann haue ich ihn einfach nur. Irgendwann haue ich ihn einfach nur. Jetzt hör auf. Sonst kriege ich den Fund. So, hier ist es. Ei. Oh, es ist eine Münze. Es ist eine Münze. Es ist ein Mark, oder? Ja. Leg mal auf den Finger. Hier ist er, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr es seht oder wie viel das ihr seht. Ein bisschen sieht man. Eine Mark. 1985. Jawollo, schöner Fund. Eine Münze. Jawoll. Er räumt heute ab. So, Leute, wie ihr seht, Gesundheitszustand von mir lässt zu wünschen übrig. Diese Schneeaktion war etwas kontraproduktiv. Ich liege seit mehreren Tagen komplett flach, habe Grippe, habe Halsentzündung, habe Nase, ist zu, alles ist zu. Jetzt auch noch kurz vor Weihnachten, super, was will man mehr? Aber wie ihr seht, ich bin ein bisschen hinüber. Ich lege mich jetzt ins Bett und wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen und macht es gut. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten, ciao, ciao. Ich lege mich hin und schlafe weiter. Ach du Heilige.